HDS-Rechts 110X, schneller Recycling-Time, sonst ist eigentlich alles gleich. Das gleiche Display, gleiche Batterie, aber einfach X. Temperaturverstellbare Lampe mit der Standard MPF-Batterie und Anschluss für ein Netzteil, der bereits mitgeliefert wird. EF400-Panel, geht in die Richtung der Kinoflows. Sehr gut, auch zum Wechseln. Du kannst hier relativ schnell wechseln. Und auch wieder über DMX In-Out, also für Mediaräume geeignet. Entweder über Strom oder über zwei V-Mount-Akku. Läuft auch, wenn nur ein Akku dran ist. Brenndauer mit den V-Mount-Akkus etwa eine Stunde. Den kennen wir ja schon von jetzt. Den gibt es für vier verschiedene Kameras. Sony, Nikon, Canon, Fuji. Da gibt es jetzt einen neuen, den Q7. Hat einen eingebauten Lithium-Akku, wird über USB geladen. Und den kannst du nutzen, wenn ihr einen Sony habt. Dann braucht ihr hier einen Adapter und sonst ist das ein universell gestalteter Blitzschuh. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Aber geht nachher eigentlich für Canon, Nikon und Fuji. Und unterstützt das Canon RT-System, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Also sprich, sicher eine gute Geschichte. Pilot 3200, unheimlich leistungsstark. Bei voller Leistung T0.5 bei einem 4000stel. Keine Ahnung, was der Wert sagt, aber wir werden es herausfinden. Das neueste Weihnachtsgeschenk von Jim bei HD2. Wer jetzt eine Kopie vom Profoto B1 vermutet, nicht richtig. Mit Batterie betrieben, auch wieder über den Mod. Also hier über das Menü kann man hier. Jetzt ist er in Slave zum Beispiel. Jetzt ist er der Master. Und da kann man dann zum Beispiel wählen, was er soll für eine Kamera unterstützen, auch wieder mit dem Blitzschuh universell. Und dann für Sony wieder einen Adapter zum Arretieren. Zoom-Einstellungen können hier oben gemacht werden. Grosse Batterie, macht einen sehr guten Eindruck. Also sehr schön, schön verarbeitet. Also wirklich ein tolles Geschichtchen. Sollte Anfang nächstes Jahr verfügbar sein. HD2 Jim Beam. Neue KC-Softbox von Jim Beam, wo man auch eine Abgrenzung drauf machen kann. Das ist eigentlich ganz eine normale Striplight und dann kann man eigentlich die Lichtquelle nochmal verkleinern, also die Zeit auf ein Drittel reduzieren. Auch wieder mit dieser Öffnungsmöglichkeit im Jim. Sehr gut. Werden wir demnächst auch haben.